Ich habe hinten schön einmal feucht durchgewischt. Das ist sehr lieb von Ihnen, Malenzange. Dann nehmen Sie mal. Und da doch nicht für. Nein, dafür wirklich nicht. Das ist die Gefahrenzulage. Wofür? Ja, naja, Sie arbeiten ja auch in der Postannahme. Das ist der Risikozuschlag Ackermann. Ach, ich bin hier sowas wie ein Vorkoster, oder? Ja, so wie früher bei Cleopatra. Ah, Richard Burton und Liz Taylor. Ein großartiger Film. Vielleicht hat er es etwas überzogen. Richard Burton, ja, hätte Liz Taylor nicht zum zweiten Mal heiraten sollen. Nein, nicht der Burton, der Ackermann mit seiner dauernden Renditeforderung da 25%. Wissen Sie, ich habe auf der Grundschule gelernt, wenn du von ein Viertel mehr hast von dem, was dir eigentlich zusteht, dann muss es irgendwo auf der Welt einen geben, dem ein Viertel von dem, was er zum Überleben braucht, fehlt. Klar, schlauer Grundschullehrer, was ist aus dem Wand? Er ist versetzt worden und verkauft jetzt Gemüsehobel in der Fußgängerzone. Aber schauen Sie mir gerade Sie als Techniker, das mit der Briefbombe. Dilettantisch. Da guckt mir rechts und links noch die Kabel raus. Italiener halt. Aber alle haben getönt. Oh, in letzter Minute wurde ein Anschlag auf den Chef der Deutschen Bank vereitelt. Den hätt's doch eh nicht erwischt. Nein, natürlich nicht. Das wäre so ein armer Vorkoster wie Sie gewesen. Wenn der geöffnet hätte, dem hätt's die Arme weggerissen. Das ist interessant. Das wäre das erste Mal gewesen, dass wegen Ackermann Arme verschwinden. Das ist ja großartig, fantastisch. Ein Hammer. Was? Das war nur ein... Spaß. Mannsheimer. Ja. Sie sollten sich besser um Ihr verbocktes Backrezept von gestern kümmern. Was? Ja, ich bin ja der Auffassung, dass Weihnachtsplätzchen die Bombe des Pazifisten sind. Denn gerade in dieser Zeit werden sie ja überall massiert herumgereicht. Besonders und auch gerne in Kindergärten. In dieser vorweihnachtlichen Zeit. Auch ich habe auf einem dieser vorweihnachtlichen Elternabende vor kurzem erst Platz genommen. Mich zum ersten Mal zaghaft noch in die etwas mühsam stolpernde Unterhaltung eingefunden. Als ich bemerkte, wie ein unscheinbarer Teller mit einer Art Gebäck, wie mir schien, die Runde machte und bekam irgendwie auch mit, dass sich keiner der anderen Kombattanten ehrlich begeistert zum Konsum hinreißen ließ. Dann erreichte der Plätzchenteller mich. Ich wollte danken, der Satz jedoch verstarb auf meiner Zunge, als ich des Gebäckes ansichtig wurde. Jetzt bemerkte ich auch, dass all die anderen noch kauten, obwohl einige bereits für etliche Minuten ihren Keks vom Teller genommen hatten. Natürlich waren es Dinkelplätzchen. Jeder weiß, das ist überhaupt kein Grund. Da sollte man schreckensstarr. Jeder weiß, dass Dinkel bereits 1995 von der Europäischen Kommission auf die Liste der ungenießbaren Substanzen, zu denen auch alle Arten von Dämmstoffen wie Glas und Steinwolle gehören, gesetzt wurde. Und dass Dinkel seither nur noch zu Briefbeschwerern, Fertighausbauteilen und Monatsbinden für die starken Tage der Periode verarbeitet werden darf. Darüber hinaus ist es auch noch deklarationspflichtig. Und ebenfalls bekannt ist, dass wer Dinkel isst, mit gelähmter Peristaltik und Stoffwechselendprodukten zu rechnen hat, die dich nur von ferne an Portland-Zement erinnern. Natürlich liegen momentan ballaststoffreiche Lebensmittel, wobei der Begriff Lebensmittel hier von rechts wegen überhaupt nichts zu suchen hat, voll im Trend. Weswegen ich auch die aus solcher Kost und aus der damit verbundenen Anstrengung resultierenden schmerzhaften Risse der Schleimhaut im Enddarmbereich gerne als Trendfissuren bezeichne. Wer kennt sie nicht? Jene Läden, die sich gleisnerisch Reformhäuser nennen, in denen die Freunde diamantharten Stuhlganges voll auf ihre Kosten kommen. Etwa durch Brot, welches bewusst auf die lästigen Teigreste zwischen den Körnern verzichtet. Da wird der Kaffee noch krachend im Mund gemahlen, mit heißem Wasser runtergespült. Das Gemüseangebot beleidigt das Auge, ist aber glücklich. Und die Schweine, die man auf der runtergekühlten Echtholzvitrine sehen kann, sind entweder Unfallopfer mit Organspenderausweis oder haben Selbstmord verübt. Ich hatte solche Orte immer gemieden. Aber hier war ich offensichtlich in ein Hornissennest von Dämmstofffressern und Saatgutverzehrern getreten. Ein Dinkelplätzchen war noch übrig. Und das kannte wohl auch schon meinen Namen. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich wusste, ein Zögern und mein Sohn würde in diesem Kindergarten einen schweren Stand haben. Was blieb mir übrig? Also steckte ich die Kiesoblate, die Plätzchen zu nennen, sich mir verbot, in den Mund und musste bereits nach zwei halbherzigen Kauversuchen um die Vollständigkeit meiner Mundkeramik bangen. Auch der Versuch des kraftvollen Einspeichels misslang, wiewohl es in meinem Munde zuging wie in einer Autowaschanlage in der Programmart Super Polish. Ich
versuchte die über meine Unterlippe schwappenden Speichelfälle gestenreich als Begeisterung über das hier zugrunde liegende pädagogische Konzept zu tarnen, was aber ebenfalls missriet. Ich spuckte das unbeschädigte steinerne Backwerk präglazialen Ursprungs in die Hand, wo es granitenklickend an die Ehefessel auf meinem Ringfinger stieß und steckte es mit einem unsicheren Lächeln und den Worten, da muss ich zu Hause noch mal bei, mit der Hilti in die Jackentasche. Es ist so furchtbar. Das Dinkelplätzchen besitzen wir übrigens heute noch. Ich habe allerdings auch Sorge um mein Gesäß von weiteren Verzehrversuchen Abstand genommen. Freunden erzähle ich gerne, es handelte sich dabei um eine Duschmünze aus der Zeit des Assyrerkönigs Assurnasipal, also etwa 800 Jahre vor Christus, was mir nicht selten geglaubt wird. Wir bewahren es auf, vielleicht studiert der Junge ja mal Archäologie, dann hat er was zum Üben. Ich danke für Ihr Verständnis.